Hallo an alle, herzlich willkommen zum Hands-on-Video der Essence-Travel-Summer-LE. Ich habe die LE heute erst in meinem Rossmann entdeckt. Und obwohl ich mich eigentlich nicht so gut fühle und eigentlich, glaube ich, eine leichte Sommererkältung habe, muss ich dann doch in die Stadt, weil ohne Zahnpasta und Klopapier lebt es ja nicht so gut. Und ich wurde dafür belohnt, dass ich mich rausgekämpft habe, weil ich die Travel Summer entdeckt habe. Und zwar diesmal nicht bei DM, sondern bei Rossmann. Rossmann war also jetzt bei eher als DM, das hatten wir schon lange nicht mehr. Müller war natürlich mal wieder der allererste. Und ich möchte euch die Produkte jetzt sehr gerne zeigen. Und ja, hoffe, dass ich euch mit meinem Video helfen kann. Und natürlich, nachdem ich euch die Produkte gezeigt habe, die ich mir mitgenommen habe, erzähle ich euch nochmal ganz kurz meinen ersten Eindruck der Produkte, die ich nicht mitgenommen habe und warum ich sie nicht mitgenommen habe. Okay, fangen wir mal an. Und zwar als allererstes mit dem Travel Summer Bronzing Powder. Und das nennt sich Inti Inca. Es gibt nur eine Farbe, die 01, es sind 11 Gramm enthalten, 24 Monate haltbar nach dem Öffnen, made in Poland und gekostet hat es 2,95 €. Und ihr seht, ihr habt hier doch ein relativ, ja, hübsches, aber nicht sehr spezielles, so Pfeilspitzenmuster. Erinnert mich so ein bisschen, ja, an das, was bei Pfeilen hinten dran ist, diese Federn, die da so sind. Die haben doch auch immer so eine kleine Ecke da drin. Und die eine Hälfte ist sehr, sehr hell und die andere ist doch sehr bronzig, aber beide haben doch einen relativen Schimmer enthalten. Und ich versuche euch jetzt mal jede Farbe einzeln und dann eine Mischung zu swatchen. So, na, mal gucken, wie gut das mit dem Einzelnen funktioniert. Das ist jetzt also die helle Farbe. Ihr seht aber auch schon, dass man mit dem Finger jetzt, ich habe am Rand dann doch etwas auf den anderen Farben mitgenommen. Das ist der Bronzeton, aber an den Rändern hat der natürlich wieder ein bisschen beige. Und das ist sozusagen eine Mischung aus beiden Tönen. Aber man sieht auch, dass man, wenn man nicht einen kleinen Pinsel benutzt, man eigentlich nicht so gut die Farben getrennt entnehmen kann. Und ich zeige es euch nochmal im Sonnenschein. Und da sieht man doch den Schimmer relativ gut. Also es glitzert doch relativ stark, aber man sieht irgendwie, finde ich, auch, dass gerade der Teil, der bronzig ist, doch mehr glitzert als die anderen Teile. Ja. Ich finde es aber doch relativ schön, vor allem, wenn man wirklich einfach mal ein bisschen so durchmischt. Ich kann es mir gut vorstellen als Lidschatten, aber halt auch als gemischte Farbe, als ein richtig schönes Blush. Also für mich ist es eher ein Blush als ein Bronzer, weil ich sie wirklich sehr, sehr goldig-orange finde. Also das ist für mich schon nicht mehr unbedingt zum Bronzen geeignet. Oder es ist halt ein Bronzer, den ich als Blush eher so tragen würde, also so auf den Wangen und nicht zum Konturieren. Also zum Konturieren ist er überhaupt gar nicht geeignet. Absolut, nicht dafür gedacht. Und ich glaube, wenn man das Muster, jetzt hat man es natürlich ein bisschen zerstört, aber man kann das auch relativ einfach beheben, indem man mit dem Pinsel wieder so ein bisschen lang geht und dann kriegt man das auch wieder hin. Aber doch eigentlich eine ganz hübsche Farbe. Wem die Farben gefallen, wer das ganz nett findet, kann ich eine Empfehlung aussprechen, aber jetzt nicht unbedingt. Wenn ihr das neue Konturpuder für euch sucht, dann ist es wahrscheinlich eher nichts. Dann kommen wir mal zu meinem Highlight, also das, worauf ich mich am meisten gefreut habe und was ich auch am meisten wollte aus der LE. Das ist der Long Lasting Lipstick in der Farbe 01 NA Rock oder Na Rock oder wie man es halt aussprechen möchte. Und der enthält 3,8 Gramm, ist 24 Monate haltbar nach dem Öffnen und made in Italy. Und der erinnert mich insofern an die Home Sweet Home LE, dass es da ja auch schon langanhaltende Lippenstifte gibt. Und die aus dem Standardsortiment sind ja immer ein bisschen rutschiger und nicht so deckend. Aber die hier sollen wirklich toll deckend sein, wie aus der Home Sweet Home. Und was ich auch ziemlich cool finde, dass hier das Essence-Emblem so eingeprägt wurde. Was natürlich auch ein kleiner Hinweis sein kann auf die Sortimentsumstellung. Vielleicht wird das ja jetzt bei Essence Standard, dass in die Lippenstifte eingeprägt wird. Und wir kriegen jetzt schon so einen kleinen Vorgeschmack. Vielleicht ist es auch nur einmalig für die LE. Ich swatche ihn euch jetzt mal. Und man sieht eigentlich, dass er doch richtig schön Farbe abgibt. Hat einen leicht bläulichen Einschlag, ist halt ein ganz, ganz klassisches Rot. Ist aber auf jeden Fall toll, naja, er ist nicht krass deckend. Also er ist jetzt weniger deckend als ein Ultimate Color von Catrice. Aber definitiv deckender als einer aus dem Standardsortiment von Essence. Und ja, wirklich eine tolle Farbe. Fühlt sich auch ganz leicht an. Ich habe ihn jetzt noch nicht auf den Lippen gehabt, aber ich finde die Farbe jetzt schon toll und wenn ihr von Essence mal richtig schöne, günstige, deckende Lippenstifte haben wollt, dann greift wieder in diese LE zu. Vor allem, weil das das günstigste aus der LE ist, von dem, was ich mir mitgenommen habe. Die Nagellacke sind natürlich wieder noch günstiger, aber von den Sachen, die ich mir mitgenommen habe, ist das das günstigste. Das hat nämlich nur 2,25 € gekostet und für so einen Lippenstift 2,25 €, das ist einfach mal unschlagbar.
So, und dann durften noch 3 der 4 Pigmente mit. Ich hätte es ja eigentlich nicht gedacht, weil ich ja eigentlich nicht so auf Pigmente stehe, weil mir die von der Handhabung im Alltag immer ein bisschen zu unangenehm sind. Aber ich fand sie dann, als ich sie gesehen habe, doch so wunderschön und musste zugreifen. Am allerliebsten wollte ich dieses wunderschöne perlfarbene Pigment in der Farbe 03 Inti Inca. Und es sind enthalten 2,5 Gramm, 6 Monate haltbar nach dem Öffnen, obwohl ich meine Pigmente jetzt auch bestimmt schon seit über einem halben Jahr habe und die sind auch noch vollkommen in Ordnung. Ihr solltet sie nur nicht in die Sonne stellen, das habe ich schon oft gelesen, wenn man die Essenspigmente in die Sonne stellt, dann verfärben sie sich und behalten nicht mehr ihre Farbe. Also darauf solltet ihr achten, ansonsten habt ihr von der Haltbarkeit eigentlich keine Probleme. Und auch sehr toll bei denen ist natürlich, dass sie diesen neuen Verschluss haben. Also wer jetzt noch die Pigmente der ersten Generation kennt, da war ja eigentlich nur das Sieb enthalten und kein extra Verschluss. Hier haben wir einen richtig tollen Verschluss, sodass es gar keine große Matscherei gibt. Und ja, mich freut das sehr und ich swatch euch den jetzt mal hier. Ja, Pigmente swatchen ist auch immer so ein Ding. Oh, ich hoffe, das reicht. So. Ja, ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr. So, jetzt. Ihr seht, ein richtig toller hautfarbener Ton und ein richtig tolles, schönes Beige und das finde ich großartig. Also ich mache es euch mal wieder im Sonnenlicht, damit ihr sehen könnt, der enthält schon Schimmer und leichte Glitzerpigmente, aber wirklich nur sehr leicht, ein sehr schönes Schimmer, also ich weiß nicht, es ist ein dezenter Schimmer und ein wenig Glitzer ist auch enthalten, aber im Vergleich zu den ganzen anderen Essenspigmenten finde ich den hier super, weil die ganzen anderen Essenspigmente doch sehr glitzerig sind, finde ich, also für meine Verhältnisse. Und ich die deswegen auch nicht so gerne im Alltag benutze. Aber ich bin froh, dass ich jetzt auch mal eins habe, was nicht ganz so krass schimmernd ist. Dann auch noch für die Augen habe ich mir mitgenommen das Copper Earth, die 04. Auch eine wunderschöne Farbe. Ich werde da ein bisschen aufpassen müssen, weil solche Farben also mich dann immer gerne mal schnell ein bisschen kränklich aussehen lassen am Auge. Aber ja, ich konnte nicht widerstehen. Und das ist ein richtig schöner, ja, so lehm-braun-Bronzeton. So, das mit dem Sieb ist natürlich insofern ein bisschen blöd von der Entnahme, dass man da nicht einfach so ran kann. Aber ich glaube, man kann das auch rausnehmen. Also wenn es euch stört, könnt ihr das nicht einfach rauspopeln und das geht dann auch. Und ja, ihr sehen könnt, hat dieselbe Textur so circa wie das andere Pigment, ist halt sehr karottig, sehr orange, sehr bronze, lehmfarben, aber doch sehr toll und hat halt auch einen matten Grundton mit leichten Glitzerpigmenten, Schimmereffekten, also auch mal wieder einen Sonnenswatch für euch sozusagen. Ich habe hier meinen Vorhang so ein bisschen aufgehangen, damit es nicht ganz so blendet. Also ihr seht, die sind eigentlich vom Grundton sind sie relativ matt und dann sind so einzelne Glitzerpigmente drin, was ich aber für den Sommer gar nicht mal so verkehrt finde. Und ja, ist glaube ich das Pigment, was am wenigsten zum Einsatz kommen wird bei mir von den 3, die ich hier habe. Aber ich fand es trotzdem so schön, ich wollte es mitnehmen. Und, ach ja, die kosten übrigens alle 2,45 €. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. 2,45 € pro Pigment. Und dann noch die Farbe NA Rock wieder, die 01, genau. Und 1,5 Gramm enthalten, wieder 6 Monate haltbar nach dem Öffnen, wieder made in Poland. Und das habe ich mir mitgenommen, nicht als Lidschatten, weil das doch sehr rötlich ist. Also ich glaube nicht, dass mir das stehen würde. Aber als Lippenpigment habe ich das eingepackt. Weil man ja mit der Lippenbase von Essence die Pigmente auch sehr gut als Lippenstift tragen kann oder eher als Lipgloss. Und das war mein Plan, als ich diese Farbe gesehen habe, weil ich die auch wirklich schön finde. Und oh, ja, schaut euch das mal an. Also der Swatch geht jetzt gerade nicht so gut, aber wenn man es mit dem Lippenapplikator macht, dann vermischt sich das ja eh so ein bisschen. Ja, geht gerade nicht so gut zu swatchen. So ein bisschen sehr krümelig. So, probieren wir es nochmal jetzt. Also auch eine wunderschöne Farbe. Ein richtig tolles, warmes, ja, Rosenrot, würde ich fast sagen. Aber so eine helle, so eine Teerose. Ich weiß nicht,
Ja, also wirklich eine ganz besondere Farbe, finde ich richtig schön. Und ich weiß auch gar nicht, wenn man es vielleicht irgendwie dezent wo rausbröselt und man mit einem Blushpinsel reingeht, ob man es vielleicht so toll verblenden kann und als Blush tragen könnte. Das finde ich zum Beispiel großartig. Das werde ich, glaube ich, auf jeden Fall probieren. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Am Auge, wie gesagt, ist das nichts für mich. Aber auf den Lippen will ich es auf jeden Fall probieren und vielleicht auch auf den Wangen. Und ja, für mich von den dreien eigentlich fast die schönste Farbe, bloß halt nicht für die Augen. Aber Pigmente sind ja auch nicht nur für die Augen gedacht. Man kann ja mit Pigmenten alles machen und kreativ sein. Und man kann die Farben auch untereinander mischen. Also wenn gerade zum Beispiel die Farbe einem zu orangelich ist, dann kann man vielleicht ein bisschen was von dem beigen Pigment reinmischen und dann da ein bisschen rumspielen. Und das macht ja eigentlich Spaß an Pigmenten. Im Alltag hat man da leider selten Zeit zu, aber so für mal, wenn man was Ausgefallenes probieren will, sind Pigmente echt einfach toll. Okay, das waren jetzt die Produkte, die ich mir mitgenommen habe. Kommen wir mal schnell zum Eindruck der Produkte, die ich nicht mitgenommen habe. Die Lackfarben waren zwar ganz nett, da hat mich am meisten auch der beige Lack interessiert, aber ich habe so einen ähnlichen schon aus der New Glam Reihe von Essence da, deswegen durfte der auch da bleiben. Oder alle Lacke durften da bleiben. Tip Painter Set habe ich dann auch da gelassen, weil erst, also vielleicht hätte ich mir den einzelnen beigen mitgenommen, aber im Dreier-Set brauchte ich sie dann doch irgendwie nicht alle drei zusammen. Das Blush war mir zu pink, genauso wie das vierte Pigment, das war mir auch wieder ein bisschen zu pink. Und ja, die Haarfeder und die Oil Control Papers waren ja schon von Anfang an nicht auf meiner Will-ich-haben-Liste. Und der zweite Lippenstift war mir auch ein bisschen zu pinkig, aber der ist eigentlich auch ganz hübsch. Vielleicht schaue ich mir den dann auch nochmal an. Ich bin jetzt so gerade so auf einem Trip, mal auch ein bisschen so Pflaume-Pinktöne auf den Lippen auszuprobieren. Einfach, weil ich bei Essie Button sehe, dass sie ich glaube, wir sind relativ ähnlich vom Typ her. Und sie trägt solche Farben auch und steht ihr auch ziemlich gut. Vielleicht sollte ich mich da auch mal wieder ein bisschen rantrauen und ein bisschen von dieser warm-kalt-Farblehre weggehen. Habe mir auch jetzt was von Catrice mitgenommen. Das kommt dann im nächsten Haul, zeige ich euch das dann nochmal. Und ja, deswegen, vielleicht schaue ich mir den auch nochmal an. Aber auf jeden Fall eine tolle LE für mich auch seit langem mal wieder. Naja, die Mirna Ice Cream mochte ich auch, aber die Tribal Summer gefällt mir jetzt doch insgesamt ein bisschen mehr. Der Aufsteller ist auch super süß. Die Nagellacke stehen in so kleinen Indianer-Tippi-Booten. Nee, Tippi ist das Schiff, ne? Kanus, Indianer-Kanu-Booten. Und es sieht wirklich einfach nur niedlich aus, wie so ein kleines Indianerdorf. Und die Farben wirken in Natura viel, viel schöner als auf den Pressemitteilungen. Wirklich schöne, schöne, schöne Farben. Also gefällt mir richtig gut und ist eine ganz tolle Sommer-E. Und ich wünsche euch allen, dass ihr alle das bekommt, was ihr gerne möchtet, sie bald sichtet und noch das da ist, was ihr haben wollt. Und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video war euch nützlich und ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Genießt die Sonne, genießt den Sommer, macht euch Spaß mit Freunden oder was auch immer ihr machen wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald in einem meiner neuen Videos wieder. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.